Könnte es einen besseren Ort als diese Lederliege, diese Lederchaiselongue geben, um mit euch über die Serie Freud zu sprechen, die seit dem 23. März bei Netflix als Original zu sehen ist. Und in diesem Sinne, hallo liebe Freds, herzlich willkommen liebe Freunde der gepflegten Serienunterhaltung zu einer neuen Streamingperle hier bei Fred Carpet. Ich bin ein Haus. In mir ist es dunkel. Mein Bewusstsein ist ein einsames Licht, eine Kerze im Luftzug. Alles andere liegt im Schatten. Was soll ich sagen? Es herrscht Kontaktsperre, das Coronavirus grassiert. Deshalb habe ich es mir etwas bunt gemacht mit diesen Blumen und diesem floralen Hemd und wollte mal für euch schauen, wie viel Seelenheil steckt denn wirklich in der Serie Freud. Fangen wir mit dem Faktischen an. 8 Folgen gibt es, roundabout 50 Minuten. Die Folgen tragen Titel wie Toten und Tabu, Trieb, Katharsis zum Beispiel. Und das weist schon so ein bisschen in diese Richtung, in die es gehen wird. Regie geführt hat Marvin Green, den ihr vielleicht von Tatorten kennt, von dem Berliner Zombie-Film Rambock oder auch von Four Blocks. Und der hat gesagt in einem Interview, dass er sich für diese Serie sehr intensiv mit den Schriften von Freud auseinandergesetzt hat. Wie beginnt die Serie? Wir sind im Wien des Jahres 1885 und sehen, wie Sigmund Freud seine Taschenuhr als Pendel einsetzt, um eine Dame von einem traumatischen Erlebnis zu erlösen, denn aufgrund dessen hat sie keine Stimme mehr. Wir sehen auch direkt, und es wird aufgelöst, das Ganze ist fake. Die Dame ist Freuds Haushälterin und er übt mit ihr diese Szene, um sie vor der versammelten Ärzteschaft vorzuspielen, um für seine neue Methode der Hypnose zu werben. Was erfahren wir noch über Sigismund Schlomo Freud? Dass er knapp bei Kasse ist, dass er eigentlich seine Martha heiraten möchte, aber die Mutter ein Veto einlegt. Wir lernen, dass er Kokain konsumiert. Er trinkt es in der Serie meist und es ist ja wirklich auch belegt, dass Freud Kokain konsumierte und nur nicht abhängig wurde, zum Glück, weil er es nicht regelmäßig und auch nicht hochdosiert genug zu sich genommen hat. Er wird in der Serie von Arthur Schnitzler zu Seancen in der Wiener High Society mitgenommen. Das übrigens eine Bekanntschaft, die in der Realität, also Schnitzler Freud, so nicht existiert hat. Weitere Hauptfiguren sind Fleur Salomé, ein mysteriöses Medium, gespielt von Ella Rumpf. Der kriegstraumatisierte Kommissar Alfred Kiss, grandios gespielt von Georg Friedrich, und das ungarische Aristokratenpaar Csapary. Bald landet die erste Leiche bei Freud auf dem Tisch, allerdings eher zufällig. Also alles in allem wirklich gute Zutaten für eine spannende, interessante Serie. Sie sind da. Die anderen Zimmer, Nischen, Gänge, Treppen, Türen. Und alles, was darin wohnt. Alles, was darin wandelt. Es ist da. Es lebt in diesem Haus, das ich bin. Verbotene Gedanken. Erinnerungen, die wir nicht im Licht sehen wollen. Fangen wir mit dem Positiven an. Die Besetzung durchweg gut. Robert Finster spielt den Freud, ich würde mal sagen, solide. Ausstattung finde ich wunderbar. Sehr gut gelungen, sehr authentisch. Der Ton, phänomenal. Da sitzt wirklich jedes Fingerknacken und die morbide Stimmung wird grandios transportiert. Die Regie, sehr nah, es gibt wenig Totalen, sehr, auch mysteriös, hat mich gut in die Serie reingesogen. Wir müssten allerdings, finde ich, über den Einsatz von Nebel sprechen und das oft etwas Kulissenhafte, was mir nicht so gut gefallen hat. Wer ein Biopic von Freud erwartet, der wird enttäuscht. Das hatte ich auch nicht erwartet. Allerdings hatte ich mir mehr Auseinandersetzung mit der neuen medizinischen Methode Hypnose gewünscht, den Werdegang, wie oft muss Freud es einsetzen, kann er es von Anfang an. Das kommt so ein bisschen oberflächlich zur Sprache. Das hätte mir etwas mehr an Raum einnehmen können. Es gibt mehrere Morde, die allerdings eher durch die Trance-Zustände von Fleur Salomé aufgeklärt werden, die wiederum mit Freud in Kontakt ist und ihm vertraut. Er es dann wiederum der Polizei sagen kann, also die Aufklärung der Morde sind weniger Ergebnis von ermittlungstaktischen Fähigkeiten.
Es gibt viele Rückblicke, die uns die Traumata der Protagonisten erklären. Es gibt persönliche Rachegeschichte. Es gibt den österreichisch-ungarischen Konflikt. Es wird gezeigt, wie Menschen damals in der Psychiatrie behandelt wurden. Gott, können wir froh sein, dass wir hoffentlich zum Glück psychisch gesund sind und vor allem nicht in der damaligen Zeit hätten behandelt werden müssen. Es fließt sehr viel Speichel aus Mündern. Es wird viel gestirrt und gestarrt und es gibt viele Seancen. Ich habe mich wirklich oft gefragt, warum genau stehen gerade diese Menschen zusammen, beschmieren sich mit blutroter Farbe und warum tragen eigentlich manche auch noch Tierköpfe? Deshalb habe ich mich gefragt, was will mir die Serie erklären? Sie ist weder eindeutig Historiendrama wie zum Beispiel Charité noch eindeutig eine Krimiserie. Marvin Green hat in einem Interview auch gesagt, dass seine Filme eher wie Opern sind, all in. Das kann aber oft auch einfach zu viel sein. Ich glaube, verstanden zu haben, dass er mir ab und zu den Gegensatz von abergläubischer Welt und den medizinischen Ansätzen von Freud zeigen möchte. Ich glaube auch verstanden zu haben, dass er mir in einigen Szenen zeigen möchte, was schlummert wirklich in uns, was ist da an Unterbewusstsein, an Verborgenem. Das hat ja auch mit Freud zu tun. Witzigerweise haben mich manchmal gerade die Toneffekte an Dark erinnert und ich habe mich gefragt, warum habe ich es Dark nicht übel genommen. Da ist ja auch einiges unlogisch und bleibt offen, wird nicht erklärt. Und ich glaube, es liegt daran, dass Dark diese, ich beschreibe es mal so, diesen Handlungsstrang des Zeitmaschineneffektes hat. Der fehlt mir hier bei Freud ein bisschen. Sie tanzen um uns herum in der Dunkelheit. Sie spuken. Sie flüstern. Sie machen uns Angst. Sie machen uns krank. Sie machen uns hysterisch. Die Serie ist einiges, aber vielleicht nicht eindeutig genug. Ich hätte mir schon etwas mehr wirklich diese Auseinandersetzung mit der Hypnose gewünscht und zu zeigen auch, welche Fortschritte und was Revolutionäres hat Freud geleistet, auch wenn er später auch wieder die Hypnose selbst als Mittel nicht mehr so eingesetzt hat. Für mich ist die Serie, ich würde sagen, am ehesten ein mystischer Thriller. Wer das mag, ist da wunderbar aufgehoben. Aber ich finde, wo Freud draufsteht, muss mehr Freud drin sein. Und wenn ich ganz harsch bin, dann funktioniert die Serie sogar ohne die Figur Freud. Man hätte auch einen anderen Arzt nehmen können, auf dessen Tisch zufälligerweise eine Leiche landet. Und so leid es mir tut, ich habe alle 8 Folgen geschaut und um das Ende sinngemäß zu zitieren, mein Urteil, die nächste Serie bitte.